Herzlich willkommen zur siebten Folge Gilde 3 mit dem Felix. Guten Tag. Hast du gedacht, wenn du das jetzt eine Minute vor 12 machst? War die Hoffnung, ja. Traurigerweise war das die Hoffnung, ja. Okay. Heimlich, still und leise. Aber es steht auch jetzt immer noch da, ja? Ja, ich dachte aber, dann guckst du da nicht drauf und denkst, das war die KI, weil die zum Ende des Tages vielleicht noch was bei sich gemacht hat oder so. Ja, weißt du, worauf das hin nur aufgefallen ist? Nee. Weil die KI ist immer nur in der Arbeitszeit macht, zwischen 4 und 22 Uhr, nicht nach 22 Uhr. Nur deswegen ist es aufgefallen. Ah! So hätte ich es echt nicht gemerkt. Traumhaft. Warum? Hä, warum? 3 Uhr morgens und alles. Wie lange morgen? 53 Tonnen. Warum? Warum zum Geier? Ich glaube, ich muss hier wieder auf manuelle. Andere wäre sicher neu. Okay. Minus. Warum? Warum hast du das, wenn das andere viel mehr wert ist? Okay, das ist auch auf Höchstpreis. Das Problem ist, du kannst bei dir nicht davon ausgehen, dass das nach Höchstpreis oder was weiß ich produziert wird. Ja, du musst halt auch nach Menge gehen. Erstens das und zweitens danach, was die Vorprodukte halt kosten auch. Vorprodukte sind beides mal zwei Kupfer. Das eine 180, das andere 120 Verkauf. Problem ist, das eine braucht 54 Minuten, das eine 6 Stunden. Joa. Das heißt, ich mache bei 54 Minuten 120 gewinnen und bei 6 Stunden halt nur 20 gewinnen. Das ist auch wundervoll. So, du bist jetzt Beisasse, ne? Natürlich. Okay, du bist Bürger. Ups. Wie kommst du da jetzt drauf? Weil du so gelacht hast. Hättest doch einfach nachgucken können. Nee, hab ich auch keine Lust so. Immerhin ist noch einer mit dir zusammen Freisasse, dann sind noch 3 Beisassen und dann sind es jetzt 5 Bürger. Inklusive mir. Und das sind auch 10. So, du hast Gäste. Gute Gelegenheit für einen Fernhandel. Das dann die Fackeln. Noch etwas? Nein. Ach ja, ich bin ein öffentliches Ärgernis, okay. Endlich sieht das ein, ey. Puh. Also, die Öllampe, der Elfistein. Becher und verstärkter Regel. Becher. Verstärkter Riegel. So, dann haben wir das auch drin. Also kann, das ist auch schon so eine Sache für sich, ne? Der Markt verkauft es immer noch für 78, das steigt immer weiter hoch, ne? Ist auch schon ganz schön hart, ey. Ich bin gerade beschäftigt. Es will einfach nicht sinken.
Mann, den Aktionen lassen wir im Spiel. Die Frage, ob man den Fuhrknechten sagen kann, pass auf, verkauft nur da, wo es halt am Nein. höchsten ist. Aber es ist. Wenn das auf Lagerregeln eingehalten steht, geht das nicht. Außer du machst es halt das Ganze manuell. Dann würde es theoretisch gesehen gehen, aber wenn man das. Also ich persönlich würde jetzt vermutlich nicht mal hinterherkommen, wenn ich alles manuell machen würde. Ja, das ist bei mir ist auch das Problem, dass ich jetzt so auf dem Punkt bin, wo es eng wird. Der Bankrott droht. Ja, ist ja schön. So ein Saftsack ist es also. Wenn man sich so gewisse Summen anguckt, fragt man sich manchmal, wie man jetzt schon überhaupt in die Richtung so viel Geld verdienen kann, ne? So zum Beispiel Vetternpolitik, das dann immer zu haben, kostet einfach 20.000, ey. Verstehe nicht, warum meine Töpferhütte kein Geld verdient. Weil das bei solchen Gebäuden wie bei dir immer relativ lange dauert, bis sie dann mal Geld verdienen. Das ist der mehr oder weniger riesige Vorteil, den du bei Fischerhütte, Obstbauernhütte und Hufe hast, weil du keine Einkäufer hast. Das klinken wir schon mal, das Gebäude holen wir uns nicht. Gibt es auch noch ein kleiner irgendwo vielleicht? Da ist schon mal eine Bäckerei. Was braucht das? Zweier Stufe. Alter, sind die Dinger teuer. Ich könnte mal eben so eine Taverne für 18.000 kaufen oder eine Bäckerei für 18.000. Ist Ja gut, kostengünstig, ne? da kommt drauf an, was die alle schon da drin haben. Und da hinten ist noch eine Schenke für 10.000. Das ist ja wundervoll. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Backstube. Aber es sieht nicht so aus, als wäre in der Stadt eine. Dafür bezahlst du so viel. Stimmt. Also
persönlich Gießerei kann ich nicht so empfehlen, wenn ich das so sehe, was von der KI hier überall rumfliegt, ne? Ja, ich gucke schon mir die Preise an. Alles bei mir in dem Bereich, auch Schneiderei, die Preise sind echt massiv im Keller. Also, ich habe jetzt in jeder Stadt schon mindestens zwei Gießereien gesehen, die ich geguckt habe. Und Kräuterhäuser lohnen sich auch nicht, davon habe ich auch schon in jeder Stadt mindestens zwei gesehen. Ja, aber wenn Kräuterhäuser in jeder Stadt mindestens zwei sind, dann produzieren die das Falsche, weil die Sachen für die Kräuterhäuser oder beziehungsweise Kräuterhütte sind auf Höchstpreisen. Zum Beispiel Flachs. Ich kriege nirgendwo Flachs unter 15. Ja, kann gut sein, dass wir das Falsche produzieren. Gut, vielleicht gibt es ja noch Sachen drin, die noch besser sind anscheinend. Ja, im Normalfall ist das Problem halt bei solchen Kleinprodukten, wie Flachs zum Beispiel, dass du davon zu viel in zu schneller Zeit herstellst. Das heißt, du hast halt dann das Problem, dass du Schlechtes machen kannst. So. Weil du es halt nicht weggetransportiert bekommst. Und wenn dann halt keiner kommt, um das einzukaufen, dann hast du halt ein Problem. Aber auch nur ein ganz dezentes. Hast du schon einen Finanzmarkt? Achso, nee, nee, ist ja noch einen zu viel, einen zu wenig. Unter anderem, ja. Aber selbst wenn ich den Rang hätte, wäre ich finanziell aktuell nicht so aufgestellt, als dass ich es mir da erlauben könnte. Ich meine, ich habe gerade 500 Gold auf der Tasche. Da kann ich mir das, glaube ich, nicht erlauben, für was weiß ich, wie viel das kostet, die wegzuschicken. Weiß gar nicht, wie sieht das jetzt mit den Rangpunkten aus? Was hast du denn da? Da bist du jetzt wahrscheinlich weit, weit voraus, ne? 125 zu. Du hast weniger. Ne, 100. Ah, jetzt hat sich aktualisiert. 181 zu 148. Du hast zwei Titel mehr. Das heißt, ich hätte dann 158, 168. Na gut, dann wirst du wahrscheinlich noch ein Gebäude mehr haben und Wohlstand mehr. Ich habe kein Gebäude mehr. Ich habe auch drei. Wie viele Wohlstandspunkte hast du? 89. 89. Ich habe 10. Ach nee, Wie ich kommst du meine, auf? ich 89 Einfluss habe ich. Falsch gedacht. Ich habe 8 Wohlstand. Wieso hast du mehr Wohlstand als ich? Das frage ich mich auch gerade. Na gut, ich habe Aber meins in Ränge die gesteckt. andere Frage, warum hast du 89 Einfluss? Ich habe nicht Punkte, sondern ich habe Einfluss. Also, Ach so, Einfluss, ich habe Einfluss, okay. eventuell etwas falsch gedacht, verstanden oder was weiß ich. Höchstpreis und warum stehen? Was brauchst du denn dafür? Du brauchst noch zwei Kupfer dafür. Ich finde es ja aber schön, wie uns der eine da schon auf 324 abgezogen ist, ne? Wart ab. Den holen wir uns noch. Ja, aber ich frage mich, wodurch der so viel hat. Weil. Der hat wahrscheinlich alle Kräuterhütten. Ah, wobei, der hat schon genug. Der hat
Zwei Kesselflickerhütten, eine Tischlerei, eine Weberei hat er alleine schon. Dann hat er das bessere Haus schon. Und hat aber noch nicht andere Hütte. Dann hat er auch noch ein Lager, eine Lagerscheune. Jo, der hat ein bisschen, ne? Wobei ich sagen muss, dass es aktuell finanziell echt schleppend vorangeht, wobei das auch einfach nur ein Gefühl sein kann, weil man halt denkt, man nimmt mehr ein, dadurch, dass die Zeit halt so langsam rumgeht, dass man halt Ja, was dadurch hast du denn wird. dieses Jahr schon eingenommen? Kassenbuch, das. Knapp unter 7000. Okay, ich habe knapp über 11.000. Es ist aber die Frage, was hast du ausgegeben? 5. Siehst du? Ich habe 10. Und meine Ausgaben sind hauptsächlich eigentlich Upgrades. Also von den 5000 sind 2,4 Upgrade. Ach so, warte mal, das muss ja von den 10.000, die ich jetzt ausgegeben habe, sind. Da 2.000 Handel, da 1.600 Angestellte, da 460, 600 Upgrade. Ja, 600 Upgrade, das war's. Toll. Ist auch super. Immerhin. Du kannst mich jetzt Ratsbüttel nennen. Okay. Einfach trocken, okay. Ich bin aktuell am Überlegen, wo es sinnvoll ist für mich, die Lagerscheune hinzusetzen. Ich habe ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde sie, ja, je nachdem, wie du es jetzt anstellen möchtest, ich würde sie wahrscheinlich in die Stadt setzen. Kann ich ja nicht. Das ist ja nicht mehr die Lagerscheune. Das ist dann ja später die. Das Lagerhaus, würde ich Ja, sagen. das ist dann aber erst. Da muss ich ja erst mal bei Patricia überlegen, wo ich hinsetze, so ungefähr. Die Dann würde Frage ist, ob ich das ich andere Ding das. schon setze. Wobei ich es mir eh nicht erlauben kann aktuell, aber. Also dann muss ich ganz ehrlich sagen, also ein Lagerhaus würde ich nur setzen, wenn du vorhast, in die Rohstoffbetriebe zu gehen. Das ist das einzige Lagerhaus, was ich bauen würde. Lagerscheune bauen würde. Also das Lagerhaus würde ich nicht. Ich würde eher ein Lagerhaus in die Stadt setzen. Und wenn du vorhast, eine Lagerscheune zu bauen, dann halt wirklich nur, um das Zeug aus den Minen rauszukarren. Ja. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es überhaupt irgendwo sogar hier richtig, weil wir haben ja hier richtig viel, ob es hier irgendwo Sinn machen würde, das Ding hinzusetzen, dass du da halt. Da ist nun ein Stein. Warte mal. Eigentlich sind die ganzen Ressourcengebäude zu weit auseinander, als dass du da in der Nähe irgendwo eine Lagerscheune setzen kannst. Wenn du das überlegst. Holzfällerhütte ist da. Kräuterhain, Unterholz, Dings. Das ist nun Angelplatz, Steine.
Hier unten ist relativ viel. So, Unterholz, Unterholz. Ein Räuberlager, okay, ein Brunnen. Mine. Friedhof. Naja, es macht, glaube ich, überhaupt gar keinen Sinn, überall. Das Einzige in Mönkhagen und Miekestrope, da hättest du relativ nah beieinander einen Steinbruch und eine Holzfällerhütte. Also im Normalfall ist es sinnvoll, wenn der Weg zu dem Lagerhaus kürzer wäre als zum nächsten Markt. Aber das Problem ist halt, dass bei den meisten Gebäuden im Normalfall halt nicht zwei so nah beieinander stehen, als dass da nicht ein Markt schneller kommen würde. Ja, wahrscheinlich. So, aber jetzt habe ich so viel Geld verdient, dass ich jetzt sagen kann, ich kann mein Lager auf Null setzen. Überall. Und kann mein Verkaufslager auf 10 setzen. Dass ich das jetzt im Regelfall nicht mehr durch die Gegend schippern müsste. Schauen wir mal, ob es klappt. Oder ob dadurch jetzt meine Einnahmen gleich so dermaßen einbrechen werden, dass ich Notverkäufe machen muss. Wobei es doch eigentlich nur bei Produkten sinnvoll ist, die in Verkauf zu packen, wo der Markt verkauft für höher ist als Markt kauft, oder nicht? Beziehungsweise bedeutend höher. Weil wenn der Markt für zum Beispiel bei geräuchertem Barsch den für 24 kauft und für 18 verkauft, bringt es mir mehr, den dahin zu fahren und zu verkaufen, als ihn für 19 oder 20 reinzustellen bei mir selber. Richtig, aber wenn du ihn für 19 oder 20 da reinstellst für dich selber und deine Händler bzw. deine Handelskarren der Meinung sind, wir verkaufen lieber für 15 am nächsten gelegenen Markt, dann machst du damit auf jeden Fall doch deutlich mehr. Richtig, das ist aber der einzige Grund. Richtig, weil ich komme jetzt halt einfach nicht mehr hinterher, um das alles zu verkaufen. Deswegen mache ich jetzt mein Verkaufslager voller. Die sollen einfach die Überschüsse jetzt verkaufen, weil die kaufen dann speziell in der Nacht doch relativ viel auf einen Schlag. Ja. Wobei ich das wahrscheinlich, ich glaube, ich müsste es auch so langsam mal reparieren, war. Oh ja, da, oh ja. Muss ganz, ganz dringend reparieren, also zumindest meine ersten beiden Gebäude, weil die sind bei knapp an die 100. Hallo, könntet ihr mal aufhören, euch vor meiner Stadt oder vor meinem Gebäude zu unterhalten, dass ich nichts mehr sehe?
Hallo. Geht da mal mit dem, danke. Ich würde Felix was sagen. Wie hast du das gemacht? Gemacht. Du hast einen Zweititel auf einmal dir gekauft, was soll denn die Scheiße? Ups. Dein eines Kind ist übrigens 5, ne? Mein einziges Kind ist 5. Nee, du hast 2. Ich habe doch 2. Ich dachte mal, dass einer so. Ich hab die Kesselflickerhütte, ich habe die Grobhandwerkerhütte und die Töpfer oder irgendwas. Töpferhütte, ne? Ja. Was habe ich denn für heute Nacht zum Verkaufen? Da sind es nur 7. Das ist schlecht. Da seid ihr voll dabei, das ist gut. Und da bin ich auch nicht voll. Na naja, gut, okay. Was ist das denn da für ein rotes Schild dran? Achso, das ist Lava oder was auch immer. Ne, Holzkohle. Alles klar. Was? Darauf habt ihr lange gewartet? Der Stadt. Der Stadtrat hat beschlossen, euch 7 Gold an Steuergeldern zurückzuerstatten. Eieiei. Wow. Talente. Und die sind jetzt teuer. Richtig. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.